Ukraine live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner live. Zum Ende der Woche haben wir für Sie eine ganz besondere Diskussion, und zwar Regierung gegen Opposition. Es war ja die Woche der Regierungsbilanz, der Jahresbilanz. Bundeskanzler und Vizekanzler haben ja Anfang der Woche ihre Jahresbilanz gezogen, die wenig überraschend positiv ausgefallen ist. Ich nehme an, unsere beiden Gäste werden das ein bisschen anders sehen. Bei uns zu Gast heute für die Regierungsseite FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Grüß Gott, Herr Fellner. Und auf der Oppositionsseite der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried. Guten Abend. Herr Leichtfried, ich habe schon eingangs erwähnt, es gab die große Jahresbilanz der Regierung. Ich nehme an, Sie werden das ein bisschen anders sehen als die beiden Herrschaften. Aber vielleicht einmal positiv gefragt, was war denn positiv an diesem ersten Jahr Türkis-Blau? Also wenn Sie sagen, ein bisschen anders, so wäre das einen Hauch untertrieben, das Wort bisserl. Aber wenn Sie mich fragen, was positiv war, tue ich mir schwer, wirklich darauf zu antworten, weil das Jahr war geprägt von unglaublichem Sozialabbau. Die Menschen, die hart für ihr Geld arbeiten müssen, sind von dieser Regierung komplett in den Stich gelassen worden und haben nur Nachteile erlitten. Es gab eine große Anzahl von Skandalen, darf nur an den BVD-Skandal erinnern, wo der Innenminister unseren Geheimdienst kaputt geschossen hat mit seiner illegalen Razzia. Und es war auch eine Zeit, wo man sich Sorge um die Demokratie in unserem Land machen musste. Also diese drei Dinge sind für mich prägend gewesen für diese Zeit. Und wie gesagt, positiv ist vielleicht, dass bald die Ratspräsidentschaft zu Ende geht. Dann können wir da wenigstens nichts mehr auf europäischer Ebene versumpern. Herr Hafenecker, das war jetzt einiges dabei gleich bei dieser ersten Antwort vom Herrn Leichtfried. Herr Leichtfried beschwört gleich das Ende der Demokratie herbei in Österreich. Sie sind es nicht so dramatisch, nehme ich an, oder? Absolut nicht. Also der Herr Leichtfried ist auch ein Vertreter aus dem Club der roten Dichter, würde ich sagen. Und zwar, wenn man da vom Sozialabbau spricht und so weiter und so fort, dann sehen wir ja, dass die SPÖ vor allem in den letzten Monaten immer wieder mit Falschmeldungen, mit Fake News gearbeitet hat. Ich darf erinnern, an die Notstandshilfe, die wird abgeschafft, ist uns gesagt worden. Nein, ist natürlich nicht so, sondern sie wird in das neue Arbeitslosengeld überführt. Dann gab es diese Diskussion um den Vermögenszugriff, wo die SPÖ auch behauptet hat, also hier müssen jetzt die Arbeitslosen um ihr Privatvermögen zittern. Fakt ist, dass es diesen Vermögenszugriff schon bisher gegeben hat, aber nach 6 Monaten. Jetzt wird es auf 3 Jahre erhöht. Also auch hier hat die SPÖ einfach nur frei erfunden und gelogen. Der Familienbonus Plus ist von der SPÖ kritisiert worden als Familienbonus nur für Reiche. Da möchte ich darauf verweisen, dass es hier ab 1.700 Euro brutto bereits den Familienbonus in der Höhe von 1.500 Euro pro Kind im Jahr gibt. Ja. Also auch da würde ich sagen, 1.700 Euro brutto ist nicht unbedingt das Gehalt, wo man sagt, das ist jetzt ein Reicher und so weiter und so fort. Also man hat immer wieder mit Schmähs gearbeitet, man hat Sonderambulanzen für Reiche irgendwie erfunden, freie Erfindung gibt es natürlich nicht in den Spitälern, soll auch nicht kommen. Und zum Schluss auch noch die Arbeitszeitflexibilisierung. Also auch da ist uns ja gesagt worden, die Leute müssen jetzt alle 12 Stunden arbeiten gehen und das wird ganz furchtbar werden und ganz tragisch. Fakt ist, dass wir jetzt diese Arbeitszeitflexibilisierung bereits umgesetzt haben, dass sie durchgeführt ist und dass sogar die Übertretungen bei der Arbeitszeit sogar gesunken sind. Also Fakt ist, dass die SPÖ hier einfach nur ständig freie Erfindungen sozusagen verbreitet und eher wenig Fleisch am Knochen ist. Widmen wir uns vielleicht in 2 Fällen dem Fleisch. Das erste ist einmal diese Business Class für reiche Patientinnen und Patienten. Es ist ja nett, dass der Herr Hafenecker jetzt sagt, das kommt alles nicht, aber man braucht sich ja nur den Gesetzestext anschauen, den Sie vorgeschlagen haben. Und da ist in den Erläuterungen dezidiert aufgeführt, die Krankenhäuser müssen in Zukunft die Möglichkeit haben, reiche Patienten besser zu behandeln. Und es wird heute in Zukunft so werden, dass der schwer verletzt ins Spital kommt, warten muss, weil ein Patient, der eine Zusatzversicherung hat, vorgezogen wird. Man muss schon über das Gesetz reden und nicht, was jetzt vielleicht die Wunschvorstellung von Ihnen ist, stehe ich Ihnen zu, dass Sie das vielleicht nicht so wollen, aber der Gesetzesvorschlag der Sozialministerin sagt das. Und dasselbe ist bei der Notstandshilfe. Die Notstandshilfe ist im Gegensatz zu der Mindestsicherung eine Versicherungsleistung. Die kriegt nur jemand, der vorher eingezahlt hat. Und das ist scheinbar ein Dorn im Auge, und im Regierungsprogramm steht ja schon, dass diese Notstandshilfe abgeschafft werden soll. Und jetzt
haben wir einen Gesetzesvorschlag wieder, einen Regierungsvorschlag, wo nach 3 Jahren Schluss ist. Nach 3 Jahren wird dann aufs Vermögen zugegriffen, nach 3 Jahren verliert der, der sein Leben lang gespart hat, sein Auto, seine Wohnung. Und das sind nicht irgendwie Menschen, die sich vom Arbeiten drücken wollen. Das ist ja das Drama. Das sind oft Menschen, die zu krank zum Arbeiten sind, wo aber die Krankheit nicht geeignet ist, eine Berufsunfähigkeitspension zu beziehen. Und die fallen dann durch alle Sozialversicherungssysteme, die wir haben, entweder sie geben ihr Vermögen her oder sie bekommen nichts mehr. Und das ist meines Erachtens ein absoluter Skandal. Aber es reiht sich eben eins nach dem anderen. Diese Ministerin, die Sozialministerin, ist eine Pleitenpech- und Bannenministerin. Aber die Leute kennen ja nichts dafür, die dann unter diesen Regeln leiden müssen. Also ich meine, man muss sich wirklich überlegen, und da fordere ich auch die Regierung auf, die zwei schwächsten Minister, die Frau Hartinger-Klein und den Herrn Kickl, auszutauschen. Weil die eine ruiniert die armen Menschen, der andere gefährdet die Sicherheit im Land, und das können wir in Österreich nicht brauchen. Zum Herrn Kickl kommen wir nachher eh noch. Bleiben wir noch vielleicht kurz bei der Notstandshilfe. Der Herr Leitwert hat jetzt wieder gesagt, es gibt jetzt bei der Mindestsicherung einen Vermögenszugriff. Den gab es ja auch davor, muss man sagen. Jetzt gibt es diese Diskussion, die seit einigen Wochen schwelt, dass dieser Vermögenszugriff auch bei der Notstandshilfe kommen wird. Ist das so oder können Sie das ausschließen? Das kann ich jetzt einmal soweit ausschließen, und ich möchte nochmal zurück zu dem, was der Herr Leichtfried gesagt hat. Bei der Mindestsicherung gab es den Vermögenszugriff bereits jetzt als Kann-Bestimmung, ja, und zwar nach eben 6 Monaten. In der SPÖ-Regierungszeit sozusagen. Wir dehnen diesen Zeitraum jetzt auf 3 Jahre aus. Das heißt also, selbst wenn von dieser Kann-Bestimmung dann Gebrauch gemacht wird, ja, ist auf jeden Fall der Zeitraum ein viel, viel längerer, als es bis dato unter einer SPÖ-geführten Regierung der Fall war. Ich glaube, das sollte man mal ganz klar sehen. Und auch wenn Sie nochmal auf die Business-Class-Ambulanzen verwiesen haben, auch hier gibt es ein klares Nein von der Frau Ministerin, die eine sehr gute Arbeit macht, Herr Kollege Leichtfried. Warum schreibt sie das dann in den Gesetzes? Vorschlag hinein. Das verstehe ich nicht. Es gibt eine klare Stellungnahme von der Ministerin dazu. Und warum sagt sie im Ausschuss, ja, das wird eine schnellere Behandlung, das ist wortwörtlich im Ausschuss gesagt, für die Patienten mit Zusatzversicherung wird es eine Fastlane geben. Das hat ja keiner eingeredet oder irgendwie behauptet, dass sie es gesagt hätte. Das ist im Protokoll des Gesundheitsausschusses so festgehalten. Das hat sie wortwörtlich gesagt. Der Ministerin gegenüber den Medien, wo sie klar gesagt hat, dass das nicht wünschenswert ist. Genau das war das Wording von ihr. Und das sehe ich auch so. Und weil Sie sagen, unsere Regierungsmitglieder austauschen, Herr Leichtfried, da sind Sie am falschen Dampfer unterwegs. Wenn man gerade das Ministerium von der Frau Kollegin Hartinger-Klein ansieht, ist es eine riesengroße Baustelle, die Sie hinterlassen haben, die wir jetzt ordnen müssen. Wir haben sehr, sehr gute Reformen vom Familienbonus über die Zusammenlegung der Sozialversicherung gemacht, Arbeitszeitflexibilisierungsgesetz, also all diese Dinge, die Sie jahrelang nicht in den Griff bekommen haben, haben wir im ersten Jahr gelöst und erledigt. Und ich glaube, wenn Ihre Regierung oder Ihre Regierungsmannschaft früher den Eifer an den Tag gelegt hätte, den unsere Regierungsmannschaft hat, dann würde es in diesem Land in vielen Bereichen jetzt schon besser ausschauen. Also die Zeitung Österreich hat, glaube ich, heute festgestellt, dass der Unsager des Jahres von der Frau Sozialministerin kommt, nämlich mit 150 Euro kann man locker leben. Nicht? Also das zeigt schon, welchen Geisteskind sie an sich ist. Kommen wir, weil der Herr Hafenecke ja auch gerade nochmal das Arbeitszeitflexibilisierungsgesetz angesprochen hat, 12-Stunden-Tag. Da hat die SPÖ sich ja massiv aufgeregt dagegen, hat gesagt, das ist im Endeffekt auch ein Angriff auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land. Jetzt muss man sagen, jetzt ist es in den letzten Wochen ein bisschen ruhiger darum geworden. Ist das alles nicht so schlimm? Wird das dann eh nicht so heiß gegessen wie gekocht? Es sind zwei Dinge, die uns dabei wesentlich sind. Das eine ist, dass Menschen damit unter Druck gesetzt werden. Beziehungsweise, man hat es ja gesehen an den Beispielen, die aufgetaucht sind, dass es zu Kündigungen bzw. zu Entlassungen kommt, wenn man das nicht machen möchte, dass man vor Diensteintritt Verträge unterschreiben muss, die eigentlich ein Wahnsinn sind und so weiter und so fort. Das ist das eine. Also die eh schon genug und hart genug arbeiten, müssen noch härter und noch mehr arbeiten. Und das Zweite ist natürlich, dass mit diesem Gesetz, selbstverständlich muss Arbeitszeit auch teilweise flexibel sein, da sind wir einer Meinung, und selbstverständlich muss es auch die Möglichkeit länger zu arbeiten geben, wenn es notwendig ist. Aber unser Zugang ist dabei,
dass nicht die Einzelnen sich das mit den Arbeitgebern ausreden müssen, wo sie immer benachteiligt sind, wo sie immer schwächer sind, sondern dass die, die sie als Vertreterinnen und Vertreter gewählt haben, die Betriebsrätinnen und Betriebsräte, diese Verhandlungen zu führen haben, weil wer weiß genau, wenn man für die gesamte Belegschaft spricht, ist man einfach stärker. Und diese Regelung dient dazu, die Betriebsräte, die Gewerkschaften auszuschalten. Diesen starken Arm der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, den wollen sie hier sozusagen brechen. Und da sieht es wieder ein gutes Beispiel dafür, dass sich die ÖVP in diesen Fragen aber komplett durchgesetzt hat. Alles, was die FPÖ vor der Wahl in Richtung Verbesserung für die Leute, die arbeiten gehen, gesagt hat, haben sie nicht umsetzen können. Das Einzige, was sie umsetzen haben können, ist, dass der Herr Vizekanzler in Beisel rauchen darf. Und das ist meines Erachtens für eine Partei, die auch nur den Anspruch erhebt, irgendeine soziale Agenda zu haben, viel zu wenig und geht in die komplett falsche Richtung. Sie werfen der SPÖ ja Angstmache vor, gerade absolut, beim Zwei-Stunden-Tag. Also wenn wir generell reden über die Spaltung einer Gesellschaft, dann trägt die SPÖ momentan wirklich sehr viel dazu bei, dass diese Stimmung vorherrscht, die jetzt vorherrscht. Wir haben heute in der Tageszeitung Österreich lesen können, dass also schon bengalische Feuer auf Ministerien entzündet werden und so weiter und so fort. Eine sicherheitspolitische. Naja, das waren die Donnerstagsdemonstrationen der Opposition. Und diese Stimmung befeuern also, Sie. Und wenn wir über das Flexibilisierungsgesetz sprechen, dann glauben Sie ja mittlerweile Ihre eigenen Geschichten, ja, offensichtlich. Weil jeder, der jetzt sozusagen vom neuen Arbeitszeitflexibilisierungsgesetz betroffen ist, hat gemerkt, dass all Ihre Dinge, die Sie prophezeit haben, nicht eingetreten sind. Was ist mit sind. Den ganzen Einzelfällen? Es ist jetzt viel mehr Überwachung möglich, als das früher der Fall war. Sie kennen die Zahlen von den Rückgängen mit den Arbeitszeitüberschreitungsproblematiken. Und weil Sie vorher gesagt haben, man will die Gewerkschaft zertrümmern, ja. Herr Kollege Leichtfried, ich muss einmal nachdenken darüber, was die Gewerkschaft in der letzten Zeit so getan hat. Ja? Ich möchte verweisen auf den Eisenbahnerstreik, der zum Beispiel vollkommen sinnlos vom Zaun gebrochen worden ist, nur weil Sie einen Parteitag irgendwie zu bewerkstelligen hatten. Also Sie nehmen in Wahrheit mit Ihrer Gewerkschaft das ganze Land in Geiselhaft, nehmen in Kauf, dass also bei der Eisenbahn gestreikt wird und so weiter und das Ganze für politisch nicht nachvollziehbare Gründe, weil wenn ich an den Abschluss mit den ÖBB-Bediensteten denke, mit 3,5%, ist er sehr gut gelegen. Vorher sind schon 3% im Raum gestanden. Das Letzte, was Sie zustande gebracht haben, waren 2,1%. Ja. Da ist aber nicht gestreikt und interessanterweise. Und auch ein Abschluss bei den Wiener Linien, der, glaube ich, bei 2,6% gelegen ist, ist in Wien abgefeiert worden und dort auch niemand gestreikt. Also Sie polemisieren hier in einer Tour und deswegen wird wohl auch erlaubt sein, sich mit der Gewerkschaft kritisch auseinanderzusetzen, weil das, was der eigentliche Zweck der Gewerkschaft ist, die Verhältnisse der arbeitenden Bevölkerung zu verbessern, tut sie schon lange nicht mehr. Sie ist in Wahrheit nur mehr der verlängerte Arm der SPÖ und politisches Agitationsmittel. Darf ich fragen jetzt, Sie stellen wirklich das Streikrecht in Frage. Sie stellen in Frage, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn sie der Auffassung sind, dass ein Streik notwendig ist, dass sie dies nicht tun dürfen, weil das die Regierung als nicht opportun empfindet. Also das ist schon bei Ihnen aus opportunistischen Gründen über die Parteizentrale gestellt werden. Ich glaube, ob ein Streik gemacht wird oder nicht, ist von denen zu entscheiden, die dies betrifft und nicht von außen zu kommentieren. Den haben Sie sich bestellt, und nicht den Streik von außen, für den Parteitag. Und nicht von außen zu sagen, die dürfen streiken, die dürfen nicht streiken, weil das ist das, was Sie jetzt tun. Nein, und wenn Sie als Regierungsvertreter wirklich meinen, sich anmaßen zu dürfen, zu beurteilen, wer streiken darf und wer nicht streiken darf, ist das ein Angriff auf das Streikrecht. Und das ist wirklich zutiefst abzulehnen. Herr Kollege Leichtfried, warum ist mit Ihrem erbärmlichen Abschluss von 2,1% nicht gestreikt worden? Sagen Sie mir das. Wenn sich die entscheiden zu streiken, haben sie das Recht zu streiken. Und ich mische mich da keineswegs ein. Darf ich nur kurze Anmerkung, weil der Herr Hafenecker diese Arbeitszeitüberschreitungen angesprochen hat, die weniger geworden sind. Na, ist ja eh klar. Wenn auf der Autobahn 180 erlaubt ist, wird es auch weniger Tempoüberschreitungen geben als bei 130. Und genau das ist jetzt in der Arbeitszeit passiert. Also zu sagen, jetzt sind weniger Überschreitungen, dann ist klar, weil viel mehr erlaubt ist, da wird weniger überschritten. Kommen wir noch zum Lieblingsfeindbild der SPÖ derzeit oder der Opposition, aber ich glaube auch insbesondere der SPÖ, dem Innenminister, Sie haben ihn vorher schon angesprochen, Herbert Kickl. Sie haben vorher gesagt, er gehört weg.
Ich würde den Begriff Lieblingsfeindbild jetzt nicht so strapazieren. Ich finde einfach, dass er einer der schlechtesten Innenminister war, die je diese Republik im Amt gehabt hat. Das ist der Beste. Das hat einen anderen Zugang scheinbar. Aber wenn es gelingt, innerhalb von kurzer Zeit aufgrund von Möchtegern-Umfärbungsmaßnahmen oder was immer, den eigenen Geheimdienst zu ruinieren, das in Zeiten von Terror, in Zeiten der Ratspräsidentschaft, es gelingt, dass man sozusagen als Paria bei den anderen Geheimdiensten gilt und die einzigen Informationen, die noch kommen aus Paris, aus London und aus Bonn, sind vielleicht die Wetterberichte und sonst nichts mehr, dann ist das schon etwas, was man ansprechen muss. Und ich sage ja, es kann jeder Fehler machen. Und es kann ja passieren. Ich meine, in dem Fall ist schlecht, dass es passiert ist, weil es so massiven Schaden verursacht hat. Aber was man schon sagen muss, dann daherzukommen und zu sagen, ich weiß von nichts, das ist ja eigentlich nur eine Kleinigkeit und ich kann mich nicht um alles kümmern, das ist mangelnde Ministerverantwortung. Wenn er es nicht gewusst hat und sein Generalsekretär das hinter seinen Rücken gemacht hat, ist er nicht fähig für dieses Amt. Wenn er es gewusst hat und das alles in seinem Wissen und seinem Mitwirken passiert ist, ist er auch nicht fähig fürs Amt. Weil einen Geheimdienst durch eine andere Polizeieinheit stürmen zu lassen, dort eine illegale Razzia abzuhalten und die bestgehütetsten Geheimnisse dieser Republik mit dem Plastiksackerl rauszutragen, das geht einfach nicht. Herr Hafenecker, Sie sehen das anders, nehme ich an. Ja, da ist er schon wieder in der eigene Polemikfalle getappt, der Herr Kollege Leichtfried. Schauen Sie, es ist ja mittlerweile, liegt ja alles auf dem Tisch, wie es abgelaufen ist. Es hat einen staatsanwaltschaftlichen Beschluss gegeben für diese Hausdurchsuchung, die ist durchgeführt worden. Und jeder, der sich mit dem Rechtssystem in Österreich ein bisschen auskennt, und da gehe ich auch von einem ehemaligen Minister davon aus, dass er das weiß, kennt die Gewaltentrennung. Und somit ist ganz klar, dass nicht der Herr Bundesminister Kickl, der ausgezeichnete Arbeit leistet, diese Hausdurchsuchung sozusagen angeordnet hat, sondern dass die von der Justiz, von der unabhängigen Justiz, und ich hoffe, der Kollege Leichtfried zweifelt hier auch nicht an der Unabhängigkeit, die ist dort entsprechend beschlossen und durchgeführt worden. Und das ist die Sache, wie sie momentan am Tisch liegt. Ich bin froh, dass wir jetzt diesen Untersuchungsausschuss im Parlament haben, wo gewisse Dinge, die in dem BVD bis dato passiert sind, einfach diskutiert werden. Ja. Und am Ende des Tages ist dann zu bewerten, was sich dort wirklich zugetragen hat. Was den Herrn Bundesminister Kickl betrifft, er leistet ausgezeichnete Arbeit. Er macht das, wofür er gewählt worden ist. Also wir sind bei den Abschiebungen und bei all diesen Dingen, die auch das Asyl- und Fremdenwesen betreffen, entsprechend konsequent, wenden auch die Gesetze an. Dafür wurde er gewählt und deswegen ist er auch Minister. Und es gibt absolut keinen Grund, an ihm zu zweifeln. Sie haben das Thema schon vorweggenommen, über das wir gleich sprechen werden. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es eben um den großen Komplex Asyl- und Zuwanderungspolitik, der dieses erste Regierungsjahr ja stark geprägt hat und auch ganz aktuell um den Fall, der diese Woche für viel Aufregung gesorgt hat, nämlich um das Asylheim in Drasenhofen in Niederösterreich. Kurze Pause, dann sind wir gleich zurück. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Heute Abend das Duell Regierung gegen Opposition. Bei uns zu Gast der Vize-Klubobmann der SPÖ Jörg Leichtfried, grüß Gott, und FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Ich habe schon vor der Pause kurz gesagt, Riesenaufregung diese Woche um das Asylheim in Drasenhofen, wurde dann auch geräumt. Der zuständige Landesrat von der FPÖ, Gottfried Waldhäusl, wurde von der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zurückgepfiffen. Jetzt hat vor allem dieser Stacheldraht, der dieses Asylheim umzäunt, medial für enormes Echo gesorgt und auch für viel Kritik. War das wirklich oder ist es wirklich notwendig, ein Asylheim mit einem Stacheldraht zu umzäunen? Schauen Sie, grundsätzlich muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Ich habe mir die Fotos von dieser Asylunterkunft in Drasenhofen auch angeschaut. Und da war zum Beispiel erkennen, dass zwar vor der Tür auf der Straßenseite dieser Zaun installiert worden ist. Ja, ob der jetzt optisch schön ist oder nicht, darüber kann man diskutieren. Aber das, der rückwärtige Teil der Liegenschaft komplett unumzäunt war. Das heißt, also man hat hinten sehr wohl Wiesen gehabt, wo man rausgehen kann, alles. Also es ist ja nicht so, dass der umzäunt war, wie es eben fälschlicherweise immer gesagt wird. Das ist mal Punkt 1.
Punkt 2 muss man sich wirklich nochmal anschauen. Es ist ja da sehr viel vermischt worden. Man hat dann immer von Kinderrechten gesprochen und so weiter und so fort und hat den Eindruck erweckt, dass dort wirklich brave, rechtschaffende Kinder unter Anführungszeichen einkaserniert werden und Freiheitsentzug da irgendwie durchgeführt wird. Fakt ist, dass das samt und sonders um die 17 Jahre alte Burschen sind, ja, die einiges am Kerbholz hatten, ja, und wo man einfach auch darüber nachdenken muss, wie geht man mit diesen Leuten um, wo auch Wiederholungsgefahr besteht. Ja. Ich möchte nur verweisen darauf, der Eisenstangenmann, der Betreuer mit der Eisenstange geschlagen hat, ein verurteilter Drogendealer. Also all diese Dinge muss man schon auch sehen. Ja. Und dann muss man sich überlegen, wo bringt man diese Leute wie um, potenzielle Körperverletzer und so weiter und so fort und wie macht man das? Ich habe den Zugang vom Herrn Landesrat Waldhäusl befürwortet, weil ich auch der Meinung bin, also wenn wirklich Leute nachweislich solche Dinge schon sozusagen durchgeführt haben, dann muss man auch die Gesellschaft vor diesen Leuten schützen, vor Wiederholungen dieser Taten schützen. Das ist gemacht worden. Wenn es die Landeshauptfrau von Niederösterreich, die Frau Mikl-Leitner, anders zieht, dann ist es ihre Sache. Aber grundsätzlich ist der Herr Landesrat Waldhäusl seiner Verpflichtung nachgekommen. Sie sehen das anders? Ist der Herr Landesrat rücktrittsreif Ihrer Meinung nach? Mehr als rücktrittsreif. Man muss einmal hinterfragen, jetzt aus demokratiepolitischer Sicht, was da geschehen ist. Da maßt sich ein Landesrat, ein Mitglied einer Landesregierung, an, Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken. Das ist ein ganz klarer Bruch der Gewaltenteilung in Österreich, weil für diese Maßnahmen ist ausschließlich die Justiz zuständig. Und wenn die Justiz jemanden verurteilt und eine Haftstrafe damit verbunden ist, dann hat er diese Haft anzutreten. Aber das, was da geschehen ist, das ist ein Landespolitiker, der mit dieser Situation nichts zu tun hat, überhaupt nichts zu tun hat, einfach Menschen irgendwo festsetzt. Das ist Freiheitsberaubung, das ist Amtsmissbrauch. Und wahrscheinlich finden andere Juristen noch ganz andere Begriffe dafür. Und das ist das, was an dieser Situation der große Skandal ist. Hier werden die Grundmechanismen unserer Republik, wie ein demokratischer Rechtsstaat zu funktionieren hat, werden hier sträflichst vernachlässigt, nein, ich würde sogar sagen vorsätzlich angegriffen. Und deshalb ist dieser Herr Waldhäusl mehr als rücktrittsreif. Und wenn man dann auch noch seine Interviews nachher verfolgt hat, so sieht man, dass das eine Geisteshaltung ist, die diesen Mann prägt, die für einen Politiker in einem demokratischen System meines Erachtens absolut abträglich ist. Ich weiß eh, dass es auch in der FPÖ natürlich jetzt zu diesem Thema Diskussionen gibt und ich hoffe nur, dass innerhalb der Freiheitlichen Partei sich die durchsetzen, die auf der Seite der Demokratie, des Rechtsstaats und der Gewaltenteilung stehen und nicht sich die durchsetzen, die meinen, na, sowas kann man einfach hinnehmen und sowas können wir dann vielleicht auch auf Bundesebene einmal ausprobieren. Weil dann gleitet unser Land in eine Situation, sage ich Ihnen, da ist der Orban nichts dagegen und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass wir in einem demokratischen Rechtsstaat leben, wo jeder seine Freiheiten hat, die ihm dieses Gesetz garantiert, dass nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern die Stärke des Rechts in unserem Land gilt. Und das ist, glaube ich, etwas, was derzeit schon ein bisschen gefährdet ist. Herr Kollege Leichtfried, Sie müssen sich wirklich den Bart abschminken. Also wenn Sie so agitieren, wie Sie das jetzt gerade machen, ja, dann frage ich mich wirklich, in welchem Land Sie glauben zu leben. Ja. Fakt ist, dass Ihre Partei dafür verantwortlich war, dass unsere Regierungsmitglieder und Abgeordneten Pflastersteine und Grabkerzen vor ihren Türen vorgefunden haben. So eine Agitation wird es von unserer Seite her nie geben. Ihre Partei und die Stimmung, die sie auslösen, momentan ist dafür verantwortlich, dass, wie vorher schon erwähnt, Verkehrsministerium bengalische Feuer brennen. Das ist ja alles miteinander nicht lustig, wenn der Herr Habenecker die SPÖ beschuldigt, einen Brandanschlag verursacht zu haben. Es ist ja unglaublich. Das hat nichts mit Stimmung prägen sie, zu tun. Sie reden dauernd an Bürgerkrieg herbei und dann wundern Sie sich, wenn das tatsächlich dann stattfindet. Sie unterstellen einer demokratischen Partei für einen Brandanschlag verantwortlich zu sein. Das ist ein Skandal, Herr Habenecker. Sie prägen diese Stimmung, Herr Leichtfried. Sie prägen diese Stimmung und ich nehme das auch nicht zurück. Ja? Denn diese Fehlinformationen, die gezielten, die Sie ständig verbreiten und die Hetze, die Sie ständig verbreiten, führt zu solchen Ergebnissen. Und das müssen Sie sich gefallen lassen. Wenn Sie sowas nicht hören wollen, dann müssen Sie grundsätzlich Ihre Arbeitsweise überdenken. Aber die SPÖ ist schon längst nicht mehr konstruktiv und bei Ihnen persönlich
finde ich es besonders schade, Kollege Leichtfried. Wir kennen uns schon einige Zeit und Sie waren eigentlich immer einer der Konstruktiven innerhalb der SPÖ und ich habe immer gerne mit Ihnen als Minister zusammengearbeitet. Nur, was Sie jetzt ständig vom Stapel lassen, ist leider Gottes, passt überhaupt nicht zu Ihnen, aber das nur so nebenbei. Vielleicht noch ganz kurz zurück zu Drasenhofen. Wenn hier sozusagen erklärt wird, es sei ein Gefängnis dort, dann muss man sich schon die Frage stellen, warum gleich am ersten Tag dort 8 Leute ausgebrochen sind und Anführungszeichen oder verschwunden sind, ja, weil sie eben nicht ausbrechen mussten, weil sie rausgehen sind konnten. Sind mittlerweile wieder aufgetaucht, haben sich Taxis genommen und so weiter. Also würde man der Argumentation folgen, dass es sich hier um ein Gefängnis handelt, dann müsste man sich schon die Frage stellen, wie können dann gleich am ersten Tag 8 verschwinden. Fakt ist, dass die Leute dort natürlich, Flüchtlinge dort natürlich hinausgehen konnten mit Begleitung, weil sie eben Spezialfälle unter Anführungszeichen waren, aber wir meilenweit von diesem von Ihnen gezeichneten Gefängnis entfernt sind. Und wenn Sie sich vorher beleidigt zeigen, weil ich sage, die Stimmung, die Sie verbreiten, führt zu Brandanschlägen im Verkehrsministerium, dann müssen Sie trotzdem überlegen, was Sie für Aussagen tätigen, wenn Sie zum Beispiel dem Landesrat Waldhäusl vorwerfen, er ist also, hätte da ganz eine furchtbare Geisteshaltung und wäre nicht auf dem Boden der österreichischen Rechtsstaatlichkeit, Herr Kollege, ja. Leichtfried. Also wenn Sie sowas ständig erwähnen und dann beleidigt sind, wenn man Ihnen einmal den Ball zurückspielt, dann müssen Sie vielleicht ein bisschen noch an Ihnen arbeiten. Ich arbeite gerne an mir. Das ist etwas, was man, glaube ich, ständig tun soll. Das gilt für alle. Aber ich sage es noch einmal, es ist nicht Hetzen, wenn man aus Gesetzesvorschlägen der Regierung juristische Schlüsse und dann politische Schlüsse zieht. Und es ist auch nicht Hetzen, wenn man einen Landesrat, der Rechtsverletzungen in einem Ausmaß, das noch zu klären sein wird, vorgenommen hat, das vorwirft. Das ist unsere Aufgabe als Opposition. Wir müssen aufzeigen, was die Regierung unseres Erachtens noch falsch macht. Das ist recht viel. Es ist auch viel Arbeit, aber ich kann Ihnen sagen, Sie werden sich noch mehr anhalten müssen wie in den letzten Wochen für die Zukunft. Werden Sie dann wieder Pflastersteine ausstellen? Nein, wir werden agieren im Parlament und aufzeigen, was Sie alles auf dieses Land loslassen. Und da werden Sie noch schön schauen, wie das geht. Naja, vielleicht lernen Sie Opposition irgendwann einmal. Kann ja sein. Abschließende Frage noch an Sie beide. Wenn Sie die Regierungsarbeit benoten müssten für dieses erste Jahr, was kriegt die Regierung von Ihnen? Naja, so im österreichischen Notensystem 5-. Okay. Arbeit der Opposition? Ja, die Arbeit der Opposition auch 5-. Aber ich kann den Herrn Leichtfried vielleicht nachher noch ein paar Tipps geben, wie Opposition funktioniert, damit sie mal ein bisschen ins Laufen kommen. Und ich helfe aus mit Tipps, also wie man demokratischer wird. Sie gehen nachher noch auf einen Kaffee. Ihnen mal vielen Dank fürs Zuschauen vorerst. Wir machen noch einmal eine kurze Pause, sind dann gleich zurück und dann sprechen wir mit Thomas Spitzer, dem ERV-Star. Der wird Papa mit 65. Alles darüber erzählt er uns gleich hier bei Fellner Live. Kurze Pause, wir sind gleich zurück.